Buschkrafter, was ist das Ja, denn? du arbeitest im Prinzip im Wald und baust Hütten und machst Feuer mit nur Feuerstahl oder mit Bowdrill, wo du so das Feuer so machst, also nicht mit Feuerzeug oder so, das ist doof. Also du machst das so wirklich mit so Zunder und Feuerstahl, du sammelst Birke, um ein gutes Feuer zu machen. Du weißt, wie du ein Shelter aufbauen musst, in welche Richtung. Das ist von mir ein riesiger Naturausgleich zu allem, was man so am Schreibtisch macht. Bin ich viel dann in der Natur und mach Bushcrafting. Ja, im Prinzip ist auch so ein Bushcrafting. bisschen Survival in der Natur. Überleben mit der Natur, aber auch arbeiten in der Natur. Ja, das ist so ein geheimes Steckenpferd von mir. Wow, cool. Mein Name ist Evgenio Unkar, ich bin Sex-Profi und Lektorenausbilder und heute habe ich einen besonderen Gast, Ina Broich, Autorin und freie Lektorin. Magst du dich einmal vorstellen und erzählen, wer bist du, was machst du? Ja, also mein Name ist Ina Bruch. Ich bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe zwei inzwischen erwachsene Kinder. Ja, ich arbeite hauptberuflich als Autorin und Lektorin, wobei aktuell der Lektoratsbereich bei mir tatsächlich 60 bis 70% einnimmt. Und ja, das läuft sehr, sehr gut aktuell. Was unterscheidet dich von anderen Lektoren? Meine Spezialgebiete sind, dass ich für Legastheniker arbeite. Der Lyrikbereich ist bei mir ein ganz großer Bereich. Der wird auch nicht so häufig von Lektoren abgegriffen. Magst du noch ein bisschen genauer erzählen, was bietest du an für Menschen, die eine Lese- oder Rechtschreibschwäche haben? Die Hürden sind sehr hoch für diese Menschen, überhaupt an einen Lektor heranzutreten. Oft ist das von ihrer Seite aus sehr schambehaftet, weil sie denken, meine Texte sind so voller Fehler, sind schlecht geschrieben und sie fühlen sich ganz, ganz unwohl damit. Und ich versuche schon im Erstgespräch diese Hürde sofort abzubauen. Ich habe überhaupt gar keine Vorteile, was das anbelangt. Im Gegenteil, ich habe eine Tochter, die leidet selbst unter dieser Leserechtschreibschwäche. Ich weiß also, was das für einen Menschen auch bedeutet, ja, anders zu schreiben als andere Menschen, sehr viele Fehler zu machen, auch manchmal sehr schnell Sachen runterzuschreiben, gar nicht zu realisieren, was habe ich da eigentlich auch geschrieben. Das sind ja alles Teile dieser Leserechtschreibschwäche. Und ich räume diesen Menschen einfach sehr viel Zeit ein. Sie bekommen bei mir sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Raum. Wir sprechen viel miteinander, damit ich auch genau weiß, was ihre Wünsche und Ziele sind, je nachdem, was sie lektoriert haben möchten. Ich hatte jetzt tatsächlich, häufig habe ich das bei Bachelorarbeiten und so, bei Studenten, die dann kommen und die müssen es ja gemacht bekommen. Das ist ja wirklich essentiell, weil die Professoren sagen, okay, wenn du das jetzt nicht machst, bist du halt raus. Ne? Dann, wenn du die Bachelorarbeit nicht abgibst, bist du raus. Und dann stehen die Menschen auf einmal unter einem solchen Druck und merken, okay, jetzt muss ich das machen. Und da bin ich eigentlich ganz froh, wenn sie sich dann auch trauen, mich anzusprechen und dann auch ganz schnell herausfinden, das läuft. Und jetzt hatte ich tatsächlich auch jemanden, der einen Roman geschrieben hat, und auch dachte, das wird nie was, das klappt nicht, das kann einfach nicht funktionieren mit diesem Roman aufgrund dieser Leserechtschreibschwäche. Und wir konnten die Hürden sehr schnell beseitigen und es war eine tolle Zusammenarbeit, muss ich sagen. Und die Dame hat sehr schnell herausgefunden, worauf sie selber auch achten kann, auch in Zukunft, wenn sie weiterschreibt. Wir haben das miteinander diskutiert, haben gesagt, okay, welche Teile soll ich übernehmen, welche Teile möchtest du übernehmen? Und das hat außerordentlich gut funktioniert. Und mich freut einfach, wenn die Menschen glücklich aus einem Projekt herausgehen. Also sei es, ob sie die Bachelorarbeit dann abgegeben haben oder den Roman an einen Verlag geschickt haben. Das macht mich dann auch sehr glücklich. Und das, ich glaube, das ist das, was auch das Tolle an diesem Beruf ist. Auf beiden Seiten wird ja positiv gearbeitet. Wir wollen beide eine Verbesserung. Wir wollen beide, dass die andere Seite zu einem guten Gelingen kommt und dass wirklich der Outcome am Ende
richtig gut ist. Und gerade bei den Menschen mit Leserechtschreibschwäche, häufig ist das ja auch noch mit einer Dyskalkulie im Zusammenhang. Wenn diese Menschen dann sehen, das, was ich gemacht habe, das ist gut, ja, und die paar Rechtschreibfehler und, das kriegen wir raus und das kriegen wir rausgearbeitet, aber mein Produkt ist gut. Und wenn man ihnen das einmal zeigt, dann sind sie auch fürs nächste Mal, ich sag mal, das kommt ja dann häufig noch eine Dissertation hinterher oder eine Masterarbeit oder vielleicht der zweite Roman oder ein Gedicht, man weiß es nicht. Da sind sie ein ganzes Stück dann schon sicherer, weil sie einfach wissen, hey, in mir steckt was, das, was ich mache, das ist gut. Und an allem anderen kann man ja arbeiten. Das ist ja gar kein Problem. Das können wir zusammen machen. Und das macht mir auch so unheimlich viel Spaß. Also es ist ein Geben und Nehmen. Ein echter Austausch. Und das ist auch wichtig, warum ich mir meine Kunden auch aussuche, wie ich sie mir aussuche, weil ich dieses Gemeinsame haben möchte. Also ja, das ist bei mir ganz, ganz essentiell. Magst du noch ein paar Sätze zu dem Thema Lyrik sagen? Du sagtest ja eben, das ist auch ein Schwerpunkt deiner Arbeit. Was ist da das Besondere bei dir? Also ich leite schon sehr, sehr lange das Lyrikforum im Butterfly Club. Das ist ein großer deutscher Autorenclub. Und da habe ich festgestellt, dass die Leute alle sehr verhaftet waren in Reimschemen, in festen Reimformen. Und mir ist es da wichtig, und da komme ich jetzt aus der Sicht des Autors, dass man in der Lyrik sehr frei ist. Die Lyrik ist viel mehr als in einem ABBA-Reimschema sich zu verfangen, weil ich versuche mit den Kunden auch herauszufinden, wenn sie mir Gedichte schicken. Oft ist es gar nicht ihre Erzählstimme, weil das ist wie in einem Roman, ist es das Gleiche bei Gedichten. Du hast eine eigene Erzählstimme und die musst du noch erstmal finden. Und häufig sind die Inhalte der Gedichte außerordentlich gut, aber die Form passt nicht. Und da ist es meine Spezialität, einfach herauszufinden, was ist meine Erzählstimme, meine ganz eigene persönliche Erzählstimme, also jetzt natürlich die des Kunden, in welche Form bringen wir den Inhalt am besten, sodass er zum Dichter passt, und nicht einfach etwas erfüllt, was irgendwelche Vorgaben, wie sie vorgegeben wurden, was in der Schule gesagt wurde zum Beispiel. Du musst so und so reimen. Und das ist einfach gar nicht so. Man kann auch völlig modern und frei reimen. Und häufig erlebe ich das, wenn wir dann, ich bekomme dann 10, 20, 30, letztens habe ich 180 Gedichte zugeschickt bekommen von einer Person. Und das war immer so A, B, A, B, A, B. Und wir haben dann wirklich in intensiver Arbeit herausgefunden, er ist ein freier Dichter, er braucht Reime gar nicht. Ja? Und die Texte flossen dann so ineinander über und wurden wunderbar lyrisch. Und weich, und das war einfach ein Traum. Und diesen Prozess mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und ich glaube, auch da wiederum kann ich dem Kunden einiges auch geben, weil er sich selber näher kommt, weil er einfach seinem eigenen Selbst wieder näher kommt. Und beim nächsten Mal, beim nächsten Gedicht fällt es ihm schon wieder viel leichter, sich auszudrücken. Was schätzt du am meisten am freien Lektorat? Dass ich überall arbeiten kann. Das ist es Ja. einfach. Also das schätze ich wirklich sehr, 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 sehr. Ich arbeite tatsächlich im Krankenhaus. Ich arbeite draußen auf Parkbänken, in Cafés, aber am liebsten tatsächlich unter freiem Himmel, finde ich super. Technik muss stimmen. Also wenn die nicht stimmt, hat man ein Problem. Habe ich jetzt gerade in Norddeutschland, da war die Netzabdeckung so schlecht, da war das mit dem Draußenarbeiten sehr schwierig, aber die Natur war so traumhaft. Ich wollte am Strand arbeiten, in den Dünen und hatte kein Netz. Und das ist dann so ein kleiner Minuspunkt, wenn das Netz in Deutschland nicht funktioniert, kannst du schlecht arbeiten. Aber in der Natur draußen arbeiten, das finde ich super. Also das finde ich richtig klasse. Ich packe mir meinen Laptop unter den Arm, die Dokumente, die ich brauche, Stifte. Ich mache auch viel noch so ein bisschen handschriftlich, um das einfach nochmal ein anderes Bild zu haben. Und dann raus. Magst du noch ein bisschen was über dich als Autorin erzählen? Was hast du geschrieben? Was schreibst du? Was hast du veröffentlicht? Also ich sehe mich als gesellschaftskritische Autorin. Also ich weiß, ich könnte viel, viel mehr Geld verdienen. Mein Mann sagt immer zu mir, schreib Cornwall-Romane, ja, Rosamunde Pilcher, das ist super, das läuft. Das ist aber nicht mein Ding. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
Was ich so an meinen Kunden auch an der Feinfühligkeit liebe und diesem gemeinsamen Arbeiten, das ist auch in meinen Romanen so. Mir ist es wichtig, das Augenmerk auf Personen zu legen, die sonst ja in unserer Gesellschaft entweder nicht beachtet werden, nicht gesehen werden, ja, einfach auch so ein schlechtes Statement haben. Und auf die schaue ich ganz besonders, auf diese Personengruppen, und über die schreibe ich dann auch. Also in meinem letzten Roman habe ich jetzt zum Beispiel über Verbrennungsopfer geschrieben. Die haben also eine ganz, ganz winzige Lobby nur in Deutschland. Sie verstecken sich natürlich aufgrund ihrer optischen Veränderungen, die sie erfahren haben durch die schweren Verbrennungen, schwerste Narben, schwerste Verletzungen, und von den inneren und seelischen Schmerzen braucht man gar nicht sprechen. Das ist so immens alles, und diese Menschen verstecken sich. Und ich habe auf einer Messe in Düsseldorf habe ich einige von diesen Menschen per Zufall getroffen, auch wieder aufgrund meiner kranken Tochter. Wir sind ins Gespräch gekommen, und ich habe gedacht, über die musst du schreiben, über diese Menschen musst du einfach auch mal eine Liebesgeschichte schreiben. Und diese Menschen lieben nämlich genauso wie jeder andere auch und haben exakt die gleichen Bedürfnisse auch wie alle anderen Menschen. Und ich muss sagen, also dieses Buch ist auch wirklich, ja, super angekommen, vor allem bei den Betroffenen selber. Ich habe ja wahnsinnig viele Interviews geführt, inzwischen, glaube ich, mit 20 Betroffenen. Für den zweiten Band vorgestern schrieb mich eine Dame an: Bitte, bitte, darf ich dir noch meine Geschichte erzählen? Ja, klar, darf sie mir ihre Geschichte erzählen. Das ist so essentiell für mich, diese Geschichten zu hören, weil ich bin nicht betroffen. Ich bin keine Betroffene. Und umso wichtiger war es mir dann, vor allem jetzt bei dem Roman Ich träumte von Wellen, als mir die Betroffenen schrieben und sagten: Wow, du hast es genau richtig getroffen, du stellst uns so gut dar. Boah, wir sind so viele Kilo Steine vor den Schultern, ich kann das gar nicht beschreiben, wie erleichtert ich war, als dieses positive Feedback kam. Ich hatte vorher wirklich richtig Bammel, weil ich natürlich, wenn ich über andere Menschen schreibe, schreibe ich ja über sie. Und bin ja selten in derselben Position. Und ich möchte nicht über jemanden sprechen oder über, sondern mit ihm. Und offenbar ist das in diesem Buch außerordentlich gut gelungen. Und das freut mich sehr. Der Verlag hat einen zweiten Roman auch schon angefragt. Das adelt mich. Das ist wirklich ein Ritterschlag, muss ich sagen, wenn gesagt wird, schreibt danach einen weiteren Roman zu. Absolut. Ja, absolut. Also das ist wirklich, wirklich ein Traum. Ja, vorher habe ich mich um Armut gekümmert. Afrika ist bei mir ein ganz großes Thema. Ich bin ein großer Afrika-Schreiber. Ob das Lyrik ist, Poetry Slams, Romane. Also Afrika spielt bei mir eine große Rolle, weil ich da lange gelebt habe und da wirklich aus Erfahrung sprechen kann, aus Erlebtem sprechen kann, und das wirklich dann in Wort und Schrift niederbringe und diese Erfahrung dem Leser dann wirklich auch nahebringen kann, ohne Märchen zu erzählen oder über irgendetwas einfach zu fabulieren, was vielleicht einfach nur eine schöne Geschichte ist, aber die Tiefe dahinter fehlt. Und das versuche ich immer zu vermeiden. Und dementsprechend arbeite ich vorher auch immer sehr viel, recherchiere wahnsinnig viel. Also Recherche ist sowieso immer alles. Also das ist das A und O eines Autors, kann ich nur sagen. Damit die fundiert sind, die Romane, damit voll mit Wissen, voll mit Emotionen sind, und die Leute sich auch abgeholt fühlen und nicht das Empfinden haben, hier wird jetzt über eine Frau mit Brustkrebs gesprochen oder hier wird über einen armen Jungen gesprochen, der in Armut aufwächst, oder über einen Jungen, der kein Bein hat, oder über Verbrennungen, sondern mit ihnen. Dass sie mit im Boot sitzen, dass sie dabei sind. Also das ist mir als Autorin ganz, ganz wichtig. Sehr spannend. Wir werden alle deine Bücher sammeln als Liste und unter das Video packen in die Beschreibung, damit Das wäre die natürlich toll. Zuschauer das sich dann auch gleich bestellen können. Ja, Sehr super. schön. Was würdest du sagen? Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste im freien Lektorat? Was ist das Erfolgsrezept? Also für mich kann ich nur sagen, jetzt von der Gefühlsebene her, die ist mir wichtig, das Miteinander. Dass man miteinander arbeitet. Deshalb, also ich schaue schon sehr genau nach meinen Kunden, und das kann ich eigentlich auch nur jedem raten. Ich weiß, man möchte Geld verdienen und es soll einem was einbringen. Und das ist auch alles absolut wichtig. Man hat Rechnungen zu begleichen, Krankenkasse, es ist alles da, die Rechnungen kommen.
Aber ich kann auch nur dazu raten, weil es rentiert sich am Ende, darauf zu achten, dass man Kunden hat, mit denen das außerordentlich gut funktioniert, mit denen man ja, eine Basis findet und nicht einfach jeden abgreift, der kommt und sagt, kannst du das machen, kannst du das machen. Da leidet die Arbeit auch drunter. Also das glaube ich, das glaube ich sehr. Wenn man darauf achtet, was man sich für einen Kunden organisiert, das heißt organisiert oder man wird angesprochen, man merkt, die Basis stimmt, das funktioniert. Die kommen nämlich wieder. Ja, das ist ja aus einem Erstkunden, aus einem Neukontakt wird ein vielleicht dauerhafter Kunde. Und das finde ich ist viel, viel wichtiger. Die Erfahrung habe ich gerade erst wieder gemacht. Da habe ich mal Probekapitel lektoriert von einem Fantasy-Roman. Und dann habe ich 4 Monate bestimmt nichts von ihr gehört und jetzt soll ich ihren ganzen Roman machen. Warum? Sie hat mir geschrieben, weil wir uns so toll unterhalten haben. Okay, ja, wunderbar. Wir haben uns super ausgetauscht, wir haben uns gut verstanden, weil, warum ist das so wichtig? Ich korrigiere jemand anderes Fehler. Da ist jemand, der hat Fehler gemacht, da sind Rechtschreibfehler drin. Oft inhaltliche Dinge stimmen nicht, ja, die Stilistik ist krumm und schief, so. Und ich bin jetzt derjenige, der kommt und sagt, du, das und das ist alles falsch, das geht nicht, das funktioniert nicht, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass man einen Weg als Lektor findet, mit seinem Kunden diese Dinge ordentlich zu besprechen, dass man das wirklich auf einem ordentlichen Weg macht, auf einem sauberen Weg macht, nicht belehrend daherkommt, nicht irgendwie verkündet, du kannst das gar nicht und das sieht alles grottig aus und wieso machst du 20.000 Mal den gleichen Fehler? Ja, dafür bin ich ja da. Das ist ja dann mein Job. Der hat das gemacht, aber dann ist das mein Job. Ich korrigiere das, wenn wir ausgemacht haben, ich soll das jedes Mal korrigieren, dann korrigiere ich das jedes Mal. Das ist meine Arbeit und ich mache es ja gerne. Und umso wichtiger ist es, damit der andere sich nicht irgendwie schlecht fühlt oder irgendwie, ja, so ein Schamgefühl auch hat, so denkt, ja, was habe ich da gemacht und ist das überhaupt gut und funktioniert das und so. Deshalb muss man einfach eine gute Basis finden. Und da kann ich eigentlich jedem Lektor nur zu raten, versuchen, die mit Kunden zu finden. Und wenn man merkt, dass das passt nicht so richtig, dann tatsächlich auch die Traute haben und sagen, ich glaube, bei uns beiden ist das nicht das Richtige, aber ich kann dir XY empfehlen, das könnte viel besser passen zu deinem Genre, zu deinem Stil, was auch immer, zu deiner Art. Ich glaube, das ist einfach viel sauberer, als wenn man sagt, ich nehme das Geld jetzt mit, aber eigentlich passt es so gar nicht, das stimmt nicht richtig und ja. Ja, Da ganz muss man sicher. ehrlich auch sein, ja. Ja, sehr schön. Danke dir. Und was wir auch aus der Geschichte lernen, man muss auch Geduld haben. Du hast ja gesagt, 4 Monate hat es gedauert, also dranbleiben und weitermachen, ne? Absolut. Und was wirklich noch ein großer Tipp ist, also ich lebe ja sehr aus der Synergie Autor-Lektor, das hat natürlich nicht jeder. Aber was ich jedem Lektor raten kann, ist ein Newsletter-Marketing aufzubauen. Das funktioniert bei mir fantastisch. Also, dass sich Leute dann über die Website anmelden und den Newsletter lesen. Darüber bekomme ich ganz viele Kunden. Also manchmal bekomme ich eine Antwort von einem Newsletter, da muss ich überlegen, mein Gott, wann hast du den rausgeschickt? Das ist dann wirklich manchmal auch 6, 7 Monate her. Den haben die sich aufbewahrt, weil sie gedacht haben, irgendwann mal bin ich so weit, irgendwann ist mein Projekt in der Phase, da muss ich mal jemand ansprechen. Und wenn die diesen Newsletter haben, haben die Kontaktdaten, die haben deine Telefonnummer, die haben deine E-Mail-Adresse, alles. Die können nochmal auf deine Website gucken, was hast du für Preise, was hast du für Angebote. Und dann kommen die aufgrund dieses Newsletters die Kunden auch auf dich zurück. Und da muss ich wirklich sagen, kann ich jedem nur zu raten, eigene Website aufbauen, Newsletter-Marketing in die Wege leiten. Und wenn man, ich sag mal, nur einmal im Monat und nur ist einmal im Monat ist eigentlich schon ordentlich, wenn man einen ordentlichen Newsletter schreibt, dass man regelmäßig an die Leute dann was verschickt, die abonniert haben. Das macht unheimlich viel Sinn. Also das habe ich richtig gelernt. Also da muss ich sagen, tolle Sache. Ist Ja. Arbeit, aber ist eine tolle Sache. Ja, das kann ich bestätigen, sowohl dass es Arbeit ist, aber auch, dass es eben auch sehr effektiv sein kann. Ja, genau. Sehr schön, Also. super. Ja, magst du erzählen, wie du angefangen hast? Wie bist du überhaupt Lektorin ge geworden? Ja, also tatsächlich habe ich wie viele angefangen, einfach so. Natürlich habe ich aufgrund meiner Literaturstudium Vorwissen gehabt.
Aber trotzdem war das einfach ein Arbeiten, ja, auf schwacher Basis, nennen wir es mal so. Natürlich hat man als Literaturwissenschaftler hat man schon ordentlich was drauf, also das will ich gar nicht verleugnen, aber die Basis, mir war sie persönlich, war es zu schwach. Und dann war ich auf der Suche nach Sicherheit. Also anders kann ich das gar nicht beschreiben. Ich war auf der Suche nach Sicherheit, nach fundiertem Wissen, nach Wissen, was ich immer wieder abrufen kann, wo ich mich drauf berufen kann. Das war mir richtig wichtig. Und im Prinzip habe ich angefangen zu googeln. Okay, wo kann ich mich fortbilden? Wo kann ich eine Ausbildung machen? Wer kann mir da weiterhelfen? Also wer ist in der Lage, mir diese Sicherheit einfach zu geben, dass ich auch sagen kann, ich bin Lektor und nicht dann weglaufe. Okay, ich habe es gesagt und dann renne ich weg und vertraue mir selbst da eigentlich gar nicht mehr. Und ich wollte einfach die Sicherheit haben, zu sagen, ich bin Lektorin und ich mache einen guten Job, weil der ist fundiert. Und ja, dann habe ich gegoogelt und habe im Prinzip dein Lektoratshaus gefunden, Lektorat Unker. Und da muss ich wirklich sagen, das war für mich ein absoluter Glücksgriff. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben, weil all das Wissen, was ich natürlich bereits als Autorin hatte und auch als Literaturwissenschaftler hatte, das hat bei dir einfach nochmal eine richtig dicke Basis gefunden. Durch die ganzen Seminare, durch auch den Austausch mit anderen. Da muss ich wirklich sagen, essentiell. Ich habe heute immer noch, obwohl ich lange fertig bin, mit anderen Austausch. Wir haben uns ordentlich vernetzt. Wenn es Rückfragen gibt, kann man immer rückfragen. Und das ist einfach wirklich wichtig. Und dann habe ich bei dir, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die Grundausbildung angefangen habe, vorletztes Jahr, glaube ich. Vorletztes Ja. Jahr. Genau. Ich habe ja dann auch direkt im Anschluss Den zum Profikurs. professionellen Lektor, ganz genau, habe ich hier direkt angeschlossen, weil ich einfach gemerkt habe, das bringt mir wahnsinnig viel. Weil ich werde ganz häufig gefragt, welche Seminare soll ich einzeln buchen? Und ich sage immer alle. Weil ich festgestellt habe, natürlich hat man ganz viel Basiswissen und ganz viele Dinge von dem, was in den Webinaren vorkommt, kennt man auch. Aber es sind immer so drei, vier, fünf, sechs so Aha-Erlebnisse dabei, wo ich gedacht habe, wow, hättest du das nicht gesehen, du hättest es nicht gewusst. Ja? Und das war wirklich für mich das, wo ich gesagt habe, super, dass ich Grundausbildung gemacht habe, super, dass ich anschließend noch das professionelle Lektorat gemacht habe, weil das Wissen hätte ich nicht. Und das ist aber Wissen, auf dem ich heute entspannt aufbauen kann. Ja, es ist nicht verkrampft und ich muss jetzt nicht sagen, ah, Moment, muss ich jetzt 10-mal nachschauen. Na klar, muss ich immer noch mal nachgucken, ist klar, ne? Aber ich bin entspannt, also weil ich in mir ruhen kann und sagen kann, du weißt das, du kannst das, du hast das im Lektorat Unker gelernt. Und so sage ich das auch jedem. Ich habe das gelernt bei Lektorat Unker. Ja, dann ist auch einfach klar, was es für eine Basis ist. Ja, es ist nicht die Basis, es ist mein Schulwissen und ich war sehr gut in Deutsch und deshalb kann ich dich lektorieren, sondern mein Basiswissen. Ich habe eine Grundausbildung gemacht, ich habe eine professionelle Lektoratsausbildung im Lektorat Unker gemacht und da baue ich einfach feste drauf auf. Und diese Sicherheit, die ich mir von Anfang an gewünscht habe, die habe ich einfach dadurch erhalten. Und deshalb sage ich auch jedem, der mich fragt, und mich fragen einige, welches Webinar soll ich machen? Alle, mach alle. Super. Es macht wirklich nur Sinn. Was würdest du jemandem raten, der noch am Anfang steht und Lektor werden will? Was sollte er als erstes tun? Was würdest du empfehlen? Also auf jeden Fall anfangen. Also das ist ganz wichtig, nicht hinausschieben und sagen, ich muss aber erst das Webinar noch machen, ich muss noch das nachlesen, ich muss das noch lernen. Nein, starte durch, besprich das mit deinem Kunden, sag dem Kunden, ich stehe am Anfang, aber ich bin gewillt, sehr gute Arbeit zu leisten und da kann man ja auch preislich am Anfang, das kann sich ja im Preis niederschlagen. Man muss ja da nicht die Millionen verlangen, wenn man am Anfang steht. Wichtig ist, dass man anfängt, weil je länger man das hinauszögert, umso schwieriger wird das auch. Weil man kann sich noch bis in 100 Jahren sagen, okay, das muss ich aber noch machen und mir fehlt der neueste Duden, den habe ich jetzt noch nicht. Eigentlich wollte ich zum Advertisement, wollte ich jetzt noch was lernen, meine Website, nee, weiß ich nicht, da fehlen noch was. Man kann das natürlich ewig so vor sich hinausschieben oder man sagt, ja, ich mache das alles, aber parallel arbeite ich schon. Und da kann ich eben nur sagen, sofort starten, sofort loslegen, weil das Wissen kommt, ganz sicher. Super. Und was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht schon Lektor ist, aber Schwierigkeiten hat, Kunden zu finden?
Ja, wie ich eben schon sagte, auf jeden Fall über Newsletter. Also da, das ist für mich das A und O. Ich finde es auch nicht verkehrt, habe ich auch gemacht am Anfang. Ich komme auf den Schwerpunkt an, den du natürlich jetzt hast, ne? Aber wenn Bachelorarbeiten zum Beispiel darunter fallen, geh an die Unis, geh an die Fachhochschulen, geh an die Schulen, häng Flyer aus, verteil Visitenkarten, also wirklich beweg dich nach draußen, weg von deinem Stuhl und werbe aktiv für dich. Also da kann ich nur sagen, auf jeden Fall machen. Wenn man an Firmen interessiert ist, sagt, ich möchte deine Firmenwebsite machen, das ist mein Steckenpferd, dann würde ich die anschreiben. Und ja, mit ein bisschen Glück, jeder Achte hört sich vielleicht dann auch an, was du zu sagen hast. Das sage ich aber auch meinen Kunden, die Autor werden wollen, immer wieder. Man muss dranbleiben. Es reicht nicht eine E-Mail, sondern du musst dann auch viele E-Mails schreiben. Und wenn du deinen Roman an einen Verlag schickst, schick ihn an 40 Romane, und zwar an jedem, Wow. und an jeden Roman so, wie an jeden Verlag, so wie der Verlag das verlangt. Nicht eine 0815-Bewerbung, sondern wenn du eine Firma anschreibst und sagst, ich möchte ihre Website gestalten, befasse dich mit der Firma, finde heraus, wer sind deine Ansprechpartner, für wen ist da wirklich relevant oder warum ist deine Arbeit für die Person relevant. Mach es höflich, mach es anständig. Sag nicht, auf deine Website sieht aus wie Sau und du hast 20.000 Fehler und ich glaube, du brauchst mich. Damit wird man natürlich nicht. Könnte ein Punkt sein, warum der ein oder andere Lektor vielleicht zu wenig Kunden hat. Weiß ich nicht. Ich habe Kollegen erlebt, die tatsächlich ein bisschen in meinen Augen viel zu forsch waren und sehr besserwisserisch. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man bei sich selber dann mal arbeiten kann und überlegen kann, bin ich das? Mache ich das tatsächlich? Halte ich dem anderen da einfach das zu sehr vor? Ist es vielleicht besser, einfach nur meine Hilfe anzubieten? Also das sind alles so Punkte, da kann man in meinen Augen gut ansetzen. Und wenn man sich für Roman-Lektorat interessiert, kann ich nur sagen, geh zu Lesungen, geh dahin, wo die Autoren sind. Ja, beweg dich in Autorenvereine, bewege dich in Autorenvereinigungen. Ich bin in zig Autorengruppen vertreten, aber so bekomme ich die Aufträge, ne? Das ist Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Auch das Dahingehen, sich vorstellen, sich präsentieren, sich darstellen, sagen, ich bin Lektor, wenn du Interesse hast, kontaktiere mich. Das ist Arbeit. Man muss rausgehen, ja? Und wenn man Romane lektorieren möchte, dann geh dorthin, wo die Autoren sind. Also das kann ich dann nur sagen. Warte nicht darauf, dass sie dich über deine Website anschreiben, weil da draußen sind Millionen Websites. Aber wenn sie dich persönlich auch noch kennenlernen, sie sehen dein Gesicht, sie sprechen gerne mit dir, dann bist du viel weiter als die anderen Websites, die um dich herum einfach so existieren. Sehr wertvolle Tipps, danke. Gibt es noch etwas, was du den Zuschauern noch mitteilen willst? Wendet euch an einen professionellen Lektor. Also ich kann aus wirklich leidlicher Erfahrung sagen, als Romanautorin, wenn das Lektorat nicht stimmt, da kann dein Buch noch so toll sein. Das leidet einfach darunter und dann leidet auch dein Ruf. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, nehmt das Geld in die Hand. Also das sage ich jetzt wirklich an den Kunden. Gewandt. Viele, viele, viele glauben, ja, ich beherrsche doch die Rechtschreibung, eigentlich kann ich das. Ja, aber man kann sich niemals selber lektorieren. Das ist wirklich, ich kann mich auch nicht selber lektorieren. Natürlich überarbeite ich bis zum geht nicht mehr meine Skripts, aber das Ende macht immer jemand anders. Du bist einfach betriebsblind, was das anbelangt. Und ich kann da wirklich nur zu raten, schaut, was kann der Lektor? Ja, was hat er für Steckenpferde? In welchen Genres ist er tätig? Sucht er einen professionellen Lektor und nicht die Deutschlehrerin von nebenan, die es dir umsonst macht? Klar, das ist verlockend, weiß ich. Das ist sehr verlockend. Und der Wettbewerb ist natürlich in die Richtung auch sehr groß. Aber da kann ich wirklich nur sagen, investieren. Das Geld investieren, in die Hand nehmen und ja, das ist Ja, jetzt wirklich also an die Kunden gewandt. das gilt natürlich auch für Menschen, die Lektoren werden wollen. Geht an einen professionellen Lektorenausbilder, lasst Ja, euch absolut. ausbilden und Ja, dann absolut. könnt ihr auch erfolgreich sein. Sehr schön.
Super, danke dir. Ja, sehr gerne. Wir werden natürlich alle Links unter das Video packen zu, also deine Kontaktdaten und meine Kontaktdaten, sodass die Interessenten sich natürlich bei uns sich melden können. Man merkt, du hast Erfahrung mit den Interviews, sehr schön. Super. Ja. Ja, also man muss auch wirklich sagen, man wird mit der Zeit auch immer professioneller, das merke ich auch. Ich war Donnerstag, Freitag im Krankenhaus und hatte am Freitag um 13:30 Uhr ein Interview mit einer großen Düsseldorfer Zeitung. Ich bin aus dem Krankenhaus raus, habe mich umgezogen, habe mich geschminkt, habe mir die Pflaster von den Armen gerissen, habe mich hier hingesetzt, es klingelte an der Tür und dann zack, okay, ne? Nur noch wirklich rund ums Autoren sein, ums Schreiben und 1,5 Stunden durchgepowert, okay, und anschließend fällt es dann zusammen und denkst, okay, alles klar, ich kann nicht mehr. Aber da merke ich Ja. wirklich schon, das ist aber wirklich dann die ganze Kundenarbeit, die professionalisiert dich ja auch. Also immer, wenn du mit einem Kunden sprichst, du wirst jedes Mal Ja. besser. Also es ist auch Ja. jedes Mal, ja, Und man muss es. irgendwann kann dich nichts mehr schocken, ne? Ja, das weiß ich nicht. Also mich haut schon noch sehr viel aus den Socken, Ja. aber ja, das weiß ich nicht. Aber man wird sicherer.